Battletech, wo wir mit unserem Battlemax Seek and Destroy durchführen. Our intelligence confirms there's a lands of pirate military units operating in Detroit, Piraten, within a region we control, also in einer Kontrollregion von uns. All Merrick operations are at risk as long as this lands is allowed to move unimpeded. Hunt down the enemy lands and eliminate it. Wir brauchen ein bisschen mehr Kohle, dafür weniger Salvage. Wir fliegen da jetzt erstmal hin. Im Hintergrund reparieren wir gerade alle Max. Das dauert noch ein bisschen. Weil so viel Kohle haben wir nicht mehr. Wir brauchen mehr. Sonst haben wir ein Bankproblem. Diese Docking-Manöver sind natürlich cool gemacht. Für alle Fans von Freelancer ist das natürlich immer ein Segen, sowas zu sehen. Und ab dafür. Na, hier ist schon einer angekommen oben. Wir lösen uns und ab geht's dafür. We're almost completely out of cash. We're nearly broke, Commander. Ja, ich weiß, dass wir ein Finanzproblem haben. Wie sieht's denn aus mit unseren Max? Nur noch der braucht, der Kleine. Aber den brauchen wir gerade eh nicht. Also wir nehmen wieder die vier von eben. Von dem vorherigen. Und los geht's. Wir nehmen die vier mit. Alles vorbereitet. Oh! Ich bin verwundet. Wie ungünstig. Ja, schlecht. Da müssen wir noch mal kurz die 9 Tage warten. Ich weiß, wir haben Finanzprobleme. Und fertig sind wir. Und alles gut und los. Ja gut, man muss das natürlich schneiden, man muss es verstehen mit den Finanzen. Ich tue mich damit selbst noch ein bisschen schwer. Ihr könnt wählen zwischen 4 Finanzen oder 4 Salvage, also 4 Waffen da nachträglich mitnehmen. Wir haben zum Beispiel von der letzten Mission 2 Max, die wir fast vernichtet haben, mitgenommen. Wie wir die jetzt im Weiteren ausschlachten oder nutzen können, werden wir später sehen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier landen. Und wie wir sehen, ist es dunkel gegen Piraten auf einem recht staubigen Planeten, oder? Nee, ich zieh's zurück, recht fruchtbar sogar. Das sind Amateure. Get eyes on them, take them out. Okay, viel Spaß bei der Jagd. Werden wir haben. Gut, wir sehen noch nichts. Unser kleiner Bot hier, unser kleiner Mac legt hier gut los. Waiting for orders. Stabilizing. Engaging coolant system. Heading out. So. Mal gucken, wann es das erste Mal Anzeichen gibt. Hier oben werden sie erwartet. Er sagt, da oben erwarten wir sie. Einmal komplett balanced, einmal regenerieren.
weiter geht's. Zwei Fahrzeuge. Einiges gefunden. Es handelt sich um Fahrzeuge, glaube ich, ne? Ja. So, dann bewegt euch mal. Zeigt euch. Drei Fahrzeuge. Finde ich alles nicht schlimm. Im Moment ist das alles noch sehr, sehr angenehm. Jump. Hier. Das Schöne ist, wenn das Vehikel hier jetzt auftaucht, weil sie nicht wissen, wo wir sind. Können wir sie richtig ärgern, indem wir das erste Fahrzeug von der Straße kratzen. Somit ist das erste Fahrzeug Geschichte. Reporting. Enemy vehicle eliminated. Waiting on you, Commander. On my way. Wir ziehen Glitch mal ein bisschen vor. Klar, sie kann noch nicht über die Schwelle gucken. Panzer-like. Ist aber nicht schlimm. Über die Schwelle. Na los, zeigt euch. Da seid ihr. Hallo. Ja gut, ein bisschen was abkriegen ist klar. Ist aber nicht schlimm. Alles kann treffen. Paff. Wunderbar. Sehen alles 80%ige Wahrscheinlichkeit zu treffen. Perfekt. Ja, so wären wir zwar in Schlagdistanz. Aber Glitch ziehen wir jetzt vor mit ihrem dicken Roboter hier, mit ihrem dicken Mech. Ist ja immer schlimm, wenn ich Roboter sage, habe ich erfahren. Aber es ist so Gewohnheit. Ja, erwischt. Mechs sind gesteuerte Kampfmaschinen, Roboter sind autark in Bewegungen und automatisiert. Das habe ich gelernt. So, letztes uns unbekanntes Vehikel. Fährt bis auf die Straße vor. So schlimm ist das jetzt nicht gewesen. What's up, Bach? Der muss nicht feuern. Der auch nicht. Mal versuchen wir es mal so. Ja, wunderbar. Sehr gut. War's das? Kann ich mir kaum vorstellen. Doch, das war's. Und dafür haben wir die ganze Kohle gekriegt. Sehr gut. Da war die Mission eine Folge vorher wesentlich heikler. 217.000, alles hingekriegt. Next. Hier ist alles gut. Next. Next.
Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld auf dem Konto. Okay, gute Runde, Leute. Okay, er hat ein bisschen rumgefischt, so wie es aussieht, für hat ein paar Aufträge gesucht. And I might, I repeat, might have caught us something. Vielleicht haben wir was. Wer ist der Auftraggeber? Unbekannt. Sie hat keine ID mitgeschickt zur Nachricht. But she claims to be a member of the Canopian. Ihr könnt jetzt Stopp drücken. Elite. She says that she's got a big job lined up and she wants us for it. Us specially. She called the commander out by name. Okay, etwas skeptisch sein darf man ruhig. Woher kannte sie uns überhaupt? Wir sind ja nicht gerade in der Öffentlichkeit unterwegs. Gute Frage. Aber da kriegen wir, denke ich, keine Antwort. Jetzt fragen sie sich schon, ob es ein Kopfgeldjäger ist. We're shopping for uncertified contracts behind the review board's back, Jang. Hell no, I'm not certain, ich bin mir nicht sicher. But for what it's worth, I can confirm that she's rich, also sie ist reich. She reached out to us with a priority HPG. Kann man ganz große Nachrichten verschicken. Und diese Dinger sind nicht gerade günstig. Reich ist gut, ich mag reich. So do I. And the fact of matter is, we're hemorrhaged seabills out here. It's worth the risk. I mean, what's the worst that could happen? Dass wir alle draufgehen vielleicht? Our new client, okay, airlock and our compressor. Gut. Thanks for the delightful image. It look like I will admit this is sketchy as hell. If you want to follow up a plot or a curse or a bell phone, the client will be waiting. The contract to meet with our Canopian mystery client is ready for review in the command center. Take a look when you're ready. Alles klar. Ja. Alles gut. 378.000 haben wir schon mal. Trotzdem müssen wir erstmal in die Mac Bay und eine Reparatur durchführen. Denn einer hat was abbekommen, oder? Nee, doch nicht. Ja, das ist nicht schlimm, ne? Dann lassen wir es so. Lassen wir es so stehen. Command Center Contracts. Das ist das Ding hier oben. Nee, ist es nicht. Aber Payment ist super niedrig. Oder ist das alleine das Erreichen schon? Weil die hier sind doch auch gut. Auf dem Planeten sind wir sogar schon. Oder nee, Quatsch. Hier sind wir schon. Ich würde erst gern so einen machen eigentlich. Machen wir auch. Lass uns wieder voll auszahlen. Und gehen auch gleich wieder runter. Bevor wir zu diesem Hauptauftrag fliegen, machen wir noch einen. Wenn wir schon an diesem Planeten sind, warum nicht für 200.000? Das bringt doch ordentlich. Vor allem, wenn das wieder so ein einfaches Ding wird wie eben. Our intelligence confirms there's a lands of pirates military units operating in Detroit. Also nochmal das Ding, wieder Piraten unterwegs. Das heißt, wir machen wieder eine kleine Piratenjagd in dieser Folge, bevor wir da irgendeine andere Mission beginnen. Gleiche wieder, ist wieder Amateure unterwegs. Und wir haben schon Kontakt. Ein Mac hier. Hier ist irgendwas anderes. Wir sind die Speerspitze und warten hier vorne mal jetzt mit dem Kleinen.
Während sich unsere anderen Mechs in eine andere Richtung bewegen. Der hier wird überraschen mit einem Sprung. Ja, zwei Fahrzeuge da. Behemoth. Ziehen wir vor. Kann schon in den Angriff gehen. Vielleicht ein paar Raketen abfeuern. Mal gucken. Schneiden sich Kontakt hergestellt? Nein. Aber wir können schon was abfeuern. Schießen wir mal ein paar Raketen. Bisschen an Evasion verloren. Evasion. So. Glitch. Auch du kannst feuern. Das ist schon besser gewesen. Ein paar Treffer. Leichte Treffer. Die Standfestigkeit eines Mechs können wir so auch ein bisschen beeinflussen. Oh Gott. Ist jetzt nicht so schlimm gewesen. Gut. Laserstrahl getroffen. Spider bewegt sich. Da können wir springen und von oben angreifen. Sehr gut. Ja, lauf da ruhig hin. Schieß ruhig. Ein Angriff hält er auch aus. Ach, nicht mal getroffen. Sehr gut. Schön in den Rücken schießen. Arme schon ab. Hier kommt noch ein Fahrzeug. Ah, ein paar mehr Fahrzeuge. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schieß ruhig. Ich kein Problem mit. Du triffst mich nicht. Okay, kein Ding. Das wird jetzt einen richtigen Quetschangriff geben. Richtig dickes Ding. Den beiden schießen wir nicht. Na gut. Vielleicht doch nicht so kräftig wie erwartet. Zwei Fahrzeuge nebeneinander. Galleon. Ein Panzer. Autsch. Okay. Gut abgezogen. Ja gut, war klar, dass das eine Ding mit 20% nicht groß trifft. Wir sind halt wieder etwas niedrig. Die sind, glaube ich, wieder etwas erhöhter als wir. Deswegen treffen die auch so gut. Aber okay. Jetzt ist er auch mal dran, kann sich rächen. Ja, kein Problem. Ein Fahrzeug weniger. Reporting. Vehicle destroyed. Schon ganz schön beschädigt, mein Guter. Zieht sich hinter den Fels zurück, um auf den Blackjack zu schießen. Der rächt sich gleich von oben. Du, er erhöht hier, also ganz schön mutig. Aber das wirst du jetzt ja selbst sehen. Tschüss. Einer weniger.
Na, der Tank kommt wieder näher. Laserschuss. Ei! Dreimal getroffen. Böses Ding, obwohl wir in der Flora hier stehen. Ein bisschen Sichtschutz haben. Was anderes haben wir hier auch nicht. Das nenne ich platt gemacht. Und jetzt ab zum letzten. Good to go. Alles trifft, komm schon. Vier Runden. Schönes Ding, ein Mech und mehrere Fahrzeuge. Wir überhitzen leicht, nicht schlimm. Geschafft. Das bringt wieder gut Kohle. Warum nicht, bevor wir irgendwas anderes machen? Next. Ja, alles gut. Next. Bisschen was gesalvaged haben wir auch. Das brachte gut Geld und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr seht ja, wie wir mit den Mechs so ein bisschen umgehen können. Teilt mal mit, wie ihr das Spiel findet, ob ihr es selbst besitzt mittlerweile und ob ihr meint, dass es der Mech-Warrior-Serie würdig ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich plane so um die 10 Stück. Erstmal. Und dann schauen wir, ob ich das gut vorstellen konnte in der Zeit. Also, haut rein. Tschüss.